das, was die Dualitätskrise ausmacht, ist, und das passiert sehr vielen Menschen, dass sie dann feststellen, ja, das wär's, das sollte ich tun, aber ich tu's nicht. Aber wieso mache ich immer und immer wieder dieselben Fehler, wo ich doch eigentlich alles richtig machen will? Wissen Sie, ich habe so viele Ideen, was ich verändern möchte, aber ich schaffe es einfach nicht. Genau deshalb sitzen wir ja zusammen, weil ich Ihnen dabei helfen möchte, Ihre Situation von neuen, eventuell überraschenden Blickwinkeln zu betrachten. Und um zu beginnen, wollen wir uns von dem Problem einmal ein wenig entfernen. Wenn wir nämlich Bestandteil des Ganzen wären, wenn wir wie darin versunken wären, dann könnten wir nicht feststellen, dass das, worin wir versunken sind, schön oder meinetwegen auch hässlich ist. Wir könnten es nicht bewerten oder beurteilen. Also dieses Wunder, das ist etwas, was nur wir sehen können. Und das können wir deswegen, weil wir vom Wunder getrennt sind. Und dadurch kann es uns gelingen, die Frage einmal von außen zu betrachten. Das können Sie sich so vorstellen, dass Sie sich dabei zuschauen, wie Sie etwas tun. Wissen Sie, so seltsam das auch klingen mag, manchmal können Krisen auch Wunder sein. Okay, aber wie kann ich das jetzt für mich umsetzen? Wissen Sie, wenn ich meine objektive Wahrnehmungen erweitern will, dann hilft es mir, auf die kleinen, alltäglichen Dinge des Alltags zu achten. Schauen Sie doch zum Beispiel einmal diese Blume an. Die Schönheit der kleinen Details in der Natur beweisen mir immer wieder, dass in allem so viel mehr steckt, als wir auf den ersten Blick erkennen können. Wirklich? Das ist mir so noch gar nicht aufgefallen. Deshalb sitzen wir ja hier, damit wir gemeinsam diese verschiedenen Blickwinkel betrachten können. Aber es kommt mir immer so vor, als würde ich die falschen Entscheidungen treffen. Wissen Sie, mit Entscheidungen ist das so eine Sache. Die haben nämlich die wunderbare Eigenschaft, dass sie uns im Leben immer einen Schritt weiterbringen. Es geht doch einfach darum, Ja zum Leben zu sagen, anstatt sich über Dinge zu ärgern, die wir ohnehin nicht ändern können. Es macht doch einen Unterschied, ob ich etwas zum Problem mache oder erkenne, akzeptiere und eine Verbesserung herstelle. Ganz ähnlich verhält es sich doch bei der Frage, was mir wichtiger ist. Geliebt zu werden oder selbst zu lieben. Ich möchte, dass Sie sich als Schöpfer Ihrer eigenen Wirklichkeit verstehen können. Stellen Sie sich die Freiheit vor, Sie selbst als Gestalter Ihres Lebens. Ich habe mir das Leben ausgedacht. Nicht im Detail, aber so grob. Wenn ich jetzt aber dann das Leben lebe und ich weiß, was kommt, dann geht es mir so wie bei Paris, Texas, wenn ich weiß, wie der Film ausgeht. Und deswegen muss ich das vergessen. Und zwar ganz und gar.